Servus und hallo, hier ist wieder Agentin Evelyn. Und wir haben uns heute für euch eine ganz besonders schöne Kulisse ausgesucht. Wunderschöne Zürichsee, wunderschöne Zürich-Kulisse im Hintergrund. Und auch heute haben wir wieder zwei tolle Romane, spannende Romane für euch. Und nicht vergessen, www.buchagentinnen.net, da werden sie gelesen. Hallo zusammen, das war typisch Agentin Evelyn, wie sie für uns immer arbeitet, die Gute. Sie hat Buchagentinnen.net groß gemacht und dafür möchten wir uns heute mal bedanken und euch ein bisschen die Agentin Evelyn näher vorstellen. Darum haben wir im Sommer mal ein Interview mit ihr gemacht auf dem Zürichsee und dazu wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Hallo, mein Name ist Agentin Evelyn. Ich stehe hier auf einem Schiff am wunderschönen Zürichsee. Ja, die Frage, warum ich Agentin geworden bin. Es ist so, ich finde es wahnsinnig spannend, die Hintergründe der Menschen herauszufinden, nicht nur die Oberfläche zu sehen, sondern auch dahinter zu schauen, was die Persönlichkeiten dazu bewogen hat, das zu werden, was sie jetzt sind. Und das war so der Hauptgrund, warum ich Agentin geworden bin. Ich mache das jetzt schon seit mehreren Jahren, habe viele verschiedene interessante Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Ja, und jetzt bin ich ganz neu in eine andere Sparte reingekommen, und zwar in das Buchagentinnengeschäft. Es ist was komplett Neues für mich, obwohl mir Literatur sehr am Herzen liegt. Ich selber schreibe auch anonymisiert natürlich Texte und auch Bücher. Das heißt, die Literatur ist mir nicht ganz fern und deswegen ist das wie gerufen gekommen, das Angebot als Agentin auch jetzt im Buchmarkt agieren zu können. Wie ist das für dich als Schauspielerin, jetzt permanenter in die gleiche Rolle zu schlüpfen? Und wie findest du das Agentinnen-Outfit? Wie ist das als Frau, wenn man sowas dauerhaft dann trägt eigentlich? Also für mich war es eine ganz neue Erfahrung. Ich bin schon viel auf der Bühne gewesen. Da schlüpft man natürlich für einige Momente in eine gewisse Rolle. Aber so stetig in einem doch so prägenden Agentinnen-Outfit, Agentinnen-Dasein zu agieren, ist natürlich was Spannendes und was Neues. Und ich find's ganz aufregend. Und man lässt sich da so richtig fallen in die Rolle. Ich fühle mich, wenn ich das Outfit anhabe, auch richtig als Agentin. Also wie immer gesagt, in geheimer Mission. Mir macht das irrsinnig Spaß. Wie hast du entdeckt, dass der Schauspiel Spaß macht? Es war schon in ganz jungen Jahren. Ich bin von meiner Mutter schon als kleines Kind mit auf die Bühne genommen worden. Sie ist selber auch Künstlerin, Schauspielerin, Sängerin. Und so habe ich das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Und mir ist das geblieben bis jetzt. Und ich bin froh, dass ich es jetzt auch wieder neu aufgenommen habe. Es hat dazwischen eine Pause gegeben. Mir macht es irrsinnigen Spaß, jetzt wieder vor der Kamera und auch auf der Bühne zu sein. Was ist schwieriger für dich, vor der Kamera zu spielen oder im Theater zu spielen? Gibt es was mehr Spaß macht? Das kann man so eigentlich gar nicht vergleichen. Es ist ein komplett anderes Gefühl. Vor der Kamera ist man ist eher sich selber, habe ich das Gefühl. Auf der Bühne, da spiele ich eine Rolle und da versetze ich mich hinein, kurz vorm Moment, kurz vorm Auftritt. Und jetzt vor der Kamera, das ist viel natürlicher. Und auch wenn ich jetzt als Agentin dastehe, ist es trotzdem Agentin Evelyn, es ist trotzdem ein Stück von mir. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und natürlich das Publikum auf der Bühne zu sehen oder zu spüren, hautnah, das ist auch ein anderes Gefühl als jetzt vor der Kamera. Und es hat beides für mich einen ganz eigenen Reiz. Ich würde gar nicht sagen, gibt es eins von beiden, das ich lieber mache. Ich mache beides gern. Und auch in Zukunft, ich möchte mich da nicht festlegen, ob jetzt vor der Kamera, auf der Bühne. Es sind zwei komplett andere Welten. Man spielt auch anders. Und das möchte ich mir nicht, da möchte ich keins von beiden missen. Vorhin auch gesagt, du schreibst selbst. Was für Thematiken interessieren dich da am meisten? Was hast du für Themen? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe auch recht früh mit dem Schreiben angefangen. Das ist auch durch meine Eltern eigentlich gekommen. Meine Mutter ist sehr literaturinteressiert. Und ich habe früh eigentlich mit Lyrik angefangen, mit Gedichten, auch wenn es nur ganz kurze waren, schon in der Grundschule. Und bin dann auch Richtung Prosa gegangen, habe Dramaturgie, ich habe so kleine Stücke auch geschrieben, die teilweise auch im so Schultheater aufgeführt wurden. Und bin jetzt dabei, meinen ersten Roman auch zu verfassen. Allerdings ist der noch in den Kinderschuhen. Die Ideen sind da, aber
die Umsetzung braucht sicher noch etwas Zeit, aber es ist so, Schriftstücke, es ist Widersprechen, ist auch das Schreiben eine Leidenschaft, der man sich ganz hingeben kann. Und ja, das ist auch etwas, was ich in Zukunft sicher weitermachen werde und was sich wunderbar auch mit der Schauspielerei vereinen lässt. Was wäre deine aktuelle Traumrolle? Oh, das bin ich jetzt schon viel gefragt worden. Es ist ganz, ganz schwierig. Also gerade aktuell, ich würde gerne mal was ganz Verrücktes spielen. Also entweder in eine hässliche alte Dame verwandelt zu werden oder eine Verrückte spielen, in einem Krimi zum Beispiel. Es ist schwierig zu sagen, also mal eine komplett andere Rolle zu schlüpfen. Ich habe einmal schon eine alte Dame, also in Anna Tefka, die Jente spielen dürfen und können. Und ich bin nachher wirklich angesprochen worden, ja, wie alt ich denn jetzt war. Also das ist auch was Spannendes und Lustiges, sich da in eine komplett andere Rolle zu verwandeln oder verändern und auch andere Charaktere spielen zu können. In meinem letzten Stück habe ich jetzt eher eine High Society Lady gespielt, auch was Spannendes, aber wie gesagt, das ist meine nächste Rolle. Ich würde gerne ein bisschen was Crazy, was Verrücktes spielen. Schauspielerische Vorbilder? Eigentlich konkret nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt eine gewisse Schauspielerin oder einen Schauspieler. Es machen einfach Charakterzüge und Talent von so vielen verschiedenen aus, wo ich mir denke, okay, das kann die besonders gut, das kann der besonders gut. Ich würde jetzt gar keinen Namen nennen und ich bin auch immer sehr bedacht darauf, wenn ich eine Rolle spiele, zum Beispiel ein Stück, das es schon gibt, das schon mal aufgeführt wurde, dass ich gar nicht zu viele andere Personen in den Rollen schon vorab anschaue, sondern mir selber dein Bild mache und mich so selber finde, bevor ich da vorher groß vergleiche. Kannst du dich noch an dein erstes Stück erinnern, was du auf der Bühne gespielt hast? Also erinnern wäre jetzt übertrieben, ich glaube, da war ich circa 3 oder 4 Jahre, da habe ich in einem Musical mit meiner Mutter mitgespielt, als Kind vom Hauptdarsteller, habe hinfallen müssen und das war noch eine ganz witzige Geschichte, also ich bin halt jedes Mal hingefallen, weil ich das müssen habe und danach sind in der Pause immer ganz besorgte ältere Damen und auch Herren gekommen und sie gefragt, ja, wie geht's denn dem Mädchen, das hingefallen ist, ist ja eh nichts passiert und meine Mutter natürlich immer ganz stolz sein, nein, das gehört zum Stück. Ich habe dann, glaube ich, auch auf Kommando zum Weinen anfangen müssen, also es war eine witziges Erlebnis und so hat auch der meine Musical-Laufbahn, kann man sagen, gestartet. Aber Singen ist jetzt nicht meine große Leidenschaft, das lasse ich meiner Mutter über, sondern wirklich die Schauspielerei. Deswegen bin ich vom Musical zum Theater gekommen. Hast du auch schon mal mitten im Theater den Text vergessen, also mitten im Stück? Und was macht man da als Schauspielerin, wenn einem das passiert? Improvisiert man da? Ja, also ich glaube, das ist mir jetzt zum Glück heute der Unberufen noch nicht passiert, aber natürlich in Proben schon oft und ich bin eigentlich relativ, ich würde sagen, ich bin relativ gut im Improvisieren und auch anderen aus der Patsche helfen, wenn da mal Wort verloren geht oder auch wenn ich mal einzelne Passagen vielleicht überspringe oder so, dass ich einen kompletten Ausfall gehabt habe, war eben bislang Gott sei Dank noch nicht so, aber ich denke, ja, wenn, dann würde ich das überspielen. Und man muss halt immer in seiner Rolle bleiben. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Wenn man sich da so rein versetzt hat, dann muss man auch gar nicht überlegen, was kommt jetzt, sondern man agiert einfach so, wie wenn es die Person jetzt sein würde. Und überlegt nur ganz kurz, was würde die Person jetzt tun. Oder überlegt nicht mal, sondern macht es dann einfach. Liebe Agentin Evelyn, macht es dir eigentlich auch Spaß, häufig die Kostüme zu wechseln? Ist das auch ein schöner Teil des Berufs? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch einen ganz frei gefüllten Kleiderschrank zu Hause und mir macht das privat auch sehr Spaß, jeden Tag ein anderes Kostüm anzuziehen und auch je nach Anlass, also im Büro natürlich was komplett anderes als in der Freizeit, ob es jetzt ein Rockkonzert ist, wo ich mit Jeans, mit kaputter, zerrissener Jeans und einem Metal-Shirt zum Beispiel rumlaufe oder dann wieder auf einem edlen Anlass in Cocktailkleid oder als Agentin verkleidet. Der hat auch seinen eigenen Reiz auf jeden Fall. Und auf der Bühne dann in ganz alte Kostüme. Also ich liebe so die mittelalterlichen Kleider und die langen, schönen Roben. Also es macht auf jeden Fall auch Spaß. Bist du am Ende noch ein Gothic-Fan? Ja, Gothic vielleicht weniger, obwohl ich auch mich manchmal gerne als Gothic-Braut verkleide, wenn man so schön sagen kann. Eher Metal. Also für mich ist wirklich Metal und Rock das, wo ich hergekommen bin, was Musik anlangt.
neben klassischer Musik. Und ich spiele auch selber Instrumente. Das ist so meine dritte Leidenschaft. Neben Schauspielern und der Schriftstellerei oder der Literatur ist es die Musik auf jeden Fall. Was für ein Instrument spielst du? Ja, ich spiele Violine und Klavier hauptsächlich und das schon lange Jahre und mit großer Leidenschaft. Habe auch ein bisschen mit Gitarre angefangen. Die Schiffe brüllen hier auch herum, mit Gitarre angefangen. Und auch ein bisschen Schlagzeug, aber hauptsächlich Klavier und Violine. Wie kannst du am besten auswendig lernen oder Text lernen? Gibt es da eine Geheimmethode oder muss man da einfach immer hinhocken? Lernst du am besten nachts um 3 im Bademantel unter der Dusche oder? Das ist noch schwer zu sagen. Also ich bin ein sehr motorischer Mensch. Das heißt, ich gehe beim Textlernen immer herum. Ich sage den Text vor mich hin oder auf. Und neuerdings seit der Erfindung des iPhones oder sonstiger Smartphones nehme ich den Text auch teilweise auf und spreche ihn dann so vor mich hin. Also ich nehme zum Beispiel meinen Gesprächspartner auf Band auf und spreche dann meinen Text rein oder spreche die gesamte Textpassage auf Band, höre sie mir dann immer wieder an. Das sind so meine Tricks, die ich habe, wenn man da Tricks sagen kann. Aber generell versuche ich sehr viel zu assoziieren. Also ich schaue mir immer eine Geschichte dazu an oder überlege mir eine Geschichte dazu und schaue so, dass ich den Textzusammenhang auch, wenn mal ein Wort verloren geht, trotzdem noch parat habe. Du bist ja jetzt in Zürich stationiert als Buchagentin, Chefin. Wie kommst du eigentlich in Zürich zurecht? Macht es dir Spaß? Gefällt dir Zürich? Wie hast du Zürich empfunden, als du hergekommen bist? Mir gefällt Zürich außerordentlich gut. Also ich als Wienerin, für mich hat Zürich einen ganz eigenen Flair. Wien ist sehr viel größer und auch hektischer für mich. Und Zürich hat gerade durch den See, durch die Innenstadt, ganz eigenen Charme. Ich bin, wie ich nach Zürich gekommen bin, sehr herzlich auch aufgenommen worden. Und habe recht schnell Bekannte kennenlernen dürfen. Ich bin von Anfang an herzlich aufgenommen worden. Agentin Evelyn, deine erste Rundfahrt auf dem See geht bald zu Ende. Wie hat es dir denn gefallen? Sehr gut. Wie man sehen kann, noch immer herrliches Wetter. Es ist jetzt schon früher Abend und wir haben sicher noch gefühlte 20 Grad, wenn es auch ein bisschen windig ist. Ich habe jetzt einen schönen Teil von Zürich sehen können vom Wasser aus. Also wirklich, danke schön für die Idee. Und nicht vergessen, www.buchagentinnen.net, da werdet ihr gelesen.